Was fällt dir beim Deutschlernen am schwersten? Sprechen? Ja? Dann lass uns das heute üben. Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia und ich bin eure Deutschlehrerin. Eine der häufigsten Fragen, die ich von euch bekomme, ist: Natalia, wie kann ich mein Sprechen üben? Ich habe keinen Partner. Heute bekommst du die Möglichkeit, dein Sprechen zu üben und eventuell neue Freunde finden. Falls du dein Deutschniveau herausfinden möchtest, dann mach später meinen kostenlosen Einstufungstest. Den Link zum Test findest du unter diesem Video in dem angepinnten Kommentar. Wenn dir heute unsere Übung gefällt, dann gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und schreibe einen Kommentar mit deinem Feedback. Ich freue mich immer darüber, eure Rückmeldungen zu lesen und zu erfahren, wie meine Videos euch gefallen. Okay, wir legen los! Das Thema unserer Sprechübung heute ist Notfall. Falls du in Deutschland einen Notfall hast, musst du schnell reagieren. Das lernen wir heute. Die wichtigste Notrufnummer in Europa ist die 112. Und so kannst du dir diese Nummer für immer merken. 112. Ja, das ist eine ganz einfache Übung. 112. Das ist die wichtigste Notrufnummer in Europa. 112. Diese Nummer kann man von allen Fest- und Mobilfunknetzen gebührenfrei erreichen, also kostenlos. Auch mit einem fremden Handy, das über eine PIN gesperrt ist, kann man diese Notrufnummer anrufen. Wenn du die 112 wählst, wird dir in jedem Fall geholfen. Hier erreichst du den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder den Notarzt. Falls du die Polizei anrufen musst, dann wähle die 110. Ja, Polizei 110. Nachdem du also die Notrufnummer 112 gewählt hast, werden dir 5 W-Fragen gestellt. Was sind die W-Fragen? Schauen wir uns das an. Die erste Frage ist: Wo ist es passiert? Wo? Die erste W-Frage. 2. Was ist passiert? Wo? Was? Die dritte W-Frage ist: Wie viele verletzte Personen gibt es? Die vierte W-Frage ist: Welche Art von Verletzungen liegen vor? Die nächste Frage ist: Wer hat angerufen? Und zum Schluss: Warten auf Rückfragen der Leitstelle. Warten auf Rückfragen der Leitstelle. Das letzte W ist keine Frage, sondern eine besonders wichtige Anweisung. Du solltest auf keinen Fall auflegen, denn vielleicht wurden einige Informationen nicht richtig verstanden oder die Leitstelle gibt dir Anweisungen, wie du dich zu verhalten hast. Warte also immer, bis die Leitstelle das Gespräch beendet. Okay, bist du bereit für eine Sprechübung? Wir üben zusammen einen Probeanruf bei der Notfallzentrale. Falls du das PDF mit allen Fragen und Antwortmöglichkeiten haben möchtest, dann lade es dir gratis herunter. Den Link findest du unter diesem Video. Hör dir genau an, was ich sage und lies deine Antwort vor. Somit entsteht ein Gespräch zwischen uns. Wir werden 2 Übungsrunden haben. In der ersten Runde gebe ich dir die Antworten vor. In der zweiten bekommst du nur kurze Hinweise und musst selbst antworten. Los geht's! Ich nehme sogar jetzt ein Handy, damit unser Gespräch so authentisch wie möglich aussieht. Hallo, Sie sind jetzt mit der Notrufzentrale verbunden. Weber am Apparat. Wo genau sind Sie?
Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? In Ordnung, der Krankenwagen ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Gehen Sie zur Unfallstelle und leisten Sie erste Hilfe, wenn nötig. Sichern Sie die Unfallstelle ab und bewahren Sie Ruhe. Der Notarzt wird in wenigen Minuten bei Ihnen sein. Na, hat dir die Übung gefallen? Ganz viele von diesen Sprechübungen machen wir auch in meinen Intensivkursen. Diese Übungen helfen dir auch, dich für eine Prüfung vorzubereiten. Die Links zu allen Intensivkursen findest du in der Infobox. Hast du mir schon einen Daumen nach oben gegeben? Falls ja, dann geht es jetzt weiter zur Runde 2. In der zweiten Runde blende ich für dich nur die Anweisungen ein. Die Antwort musst du selbst ausformulieren. Okay, los geht's! Hallo, Sie sind mit der Notrufzentrale verbunden. Weber am Apparat. Wo genau sind Sie? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? In Ordnung, der Krankenwagen ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Gehen Sie zur Unfallstelle und leisten Sie erste Hilfe, wenn nötig. Sichern Sie die Unfallstelle ab und bewahren Sie Ruhe. Der Notarzt wird in wenigen Minuten bei Ihnen sein. Wir sind durch! Na, hast du viel gelernt? Hast du viel gesprochen? Du kannst auch diese Übung wiederholen und dich selber aufnehmen. Sprachmemos helfen dir, an deiner Aussprache zu arbeiten und fließender zu sprechen. Falls es sich nicht um einen akuten Notfall handelt, du aber trotzdem medizinische Hilfe benötigst, kannst du auch die 116 oder 117 wählen. Auch hier wird dir weitergeholfen, zum Beispiel kann man hier einen Arzt, der Hausbesuche macht, erreichen. Frische regelmäßig dein Erste-Hilfe-Wissen auf. Kurse dazu findest du bei den Rettungsdiensten wie dem Roten Kreuz oder den Maltesern. Oft kann man an solchen Kursen auch über den Arbeitgeber teilnehmen. Informiere dich darüber, ob dein Arbeitgeber so etwas anbietet. So, jetzt bist du schon etwas besser auf eine Notfallsituation vorbereitet. Jetzt machen wir eine kleine Übung zusammen. Beantworte diese Fragen zum Video. Wie lautet die europaweite Notrufnummer? Ja, 112. Wen erreicht man unter der Nummer 110? Ja, die Polizei. Wie lauten die W-Fragen der Reihe nach? Ja, wo, was, wie viele, welche Art und wer? Welche Nummer kannst du wählen, wenn es sich um keinen akuten Notfall handelt, du aber trotzdem medizinische Hilfe benötigst? Ja, 116 oder 117. Okay, ich hoffe, diese Übung hat dir sehr gut geholfen und gefallen. Gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und mach meinen kostenlosen Einstufungstest. Den Link zum Test findest du unter diesem Video. Lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, ob du noch mehr solche Übungen machen und mit mir
dein Sprechen trainieren möchtest. Und wir sehen uns nächsten Sonntag in meinem neuen Video. Tschüss!